Herzlich willkommen. In der offiziellen Olympia-Show. Herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Abend in der offiziellen Lieblingsshow des Internationalen Olympischen Komitees. Oh, haben Sie das gestern Abend gesehen? Unser Bundesinnenminister Otto, ich war ja mal bei den Grünen, Chili, hatte einen großen Auftritt gestern in, ich glaube, es war in Lausanne. Er hat innerhalb von 3 Minuten dem Olympischen Komitee gesagt, so nicht. Böse Bestechungsvorwürfe, der junge, fitte Präsident Juan Antonio. Sag mal, ist das alles Bargeldranz? Ja? Er hat gesagt, so nicht, Kinders, klare Linie, feste Preise. Und jetzt hat das Internationale Olympische Komitee gesagt, ja, Dopingsünder, Menschen, die sich sozusagen künstliche Brüste antrainieren oder plötzlich innerhalb von 2 Stunden solche Muckis kriegen, werden hart bestraft. Knüppelhart wird jetzt durchgegriffen. Wer erwischt wird als Ersttäter, 1 Monat Sperre. Das haut rein. Oder? Mein lieber Mann. Und ganz hohe Geldstrafe. Und einer hat gesagt, diese Urteil ist nie hart genug. Jontiriak. Er will lebenslänglich. Wie in Rumänien. Ja, und gibt ja in Rumänien auch andere Urteile aus lebenslänglich, oder? Wer sich für Politik interessiert, ahnt, was ich meine, meine Damen und Herren. Neu in der Dopingliste aufgenommen sind Nutella und Milchschnitte. Messer ablecken. 2 Stunden Sperre. Ja. Außerdem ist es jetzt so, im Leistungssport können jetzt jederzeit Dopingkontrolleure auftauchen und sagen, Moment mal, hier, Becher, ich weise Sie darauf hin, alles, was Sie ab jetzt pinkeln, kann gegen Sie verwendet werden. Besonders schwer. Besonders schwer ist der Nachweis von Viagra im Urin, weil es natürlich, wenn Sie mit Viagra gedopt sind, unglaublich schwer wird, den Becher zu treffen. Otto Chili forderte den Rücktritt von Juan Antonio Samaranch. Er hat das sehr diplomatisch formuliert, ja? Aber ich muss sagen, baldiger Rücktritt oder Amt auf Lebenszeit. Im Fall von Samaranch rückt das sehr nahe zusammen. Meine Damen und Herren, heute Abend haben wir Gäste, die garantiert nichts mit Doping und Drogen zu tun haben, denn sie kommen aus der Musikbranche und aus der Welt des Fernsehens. So sauber geht's nicht. Wir haben einen jungen Künstler zu Gast, der aus Monnem kommt. Und wir hatten ihn vor einiger Zeit schon einmal zu Gast und da war seine Karriere gerade am Start. Und jetzt ist es so steil nach oben gegangen, dass wir gedacht haben, wir müssen das Dach für ihn aufmachen. Er ist seit 2 Wochen auf Platz 1 in den Charts mit seinem neuesten Album. 600.000 Mal verkauft. Bei uns zu Gast heute Abend, Xavier Naidoo. Eine junge Kollegin, sie moderiert im Kinderkanal und sie moderiert unter anderem eine meiner Lieblingssendungen, Pumuckl TV. Ja, hallo, ja. Ah, ja. Eins. Pumuckl TV bei uns zu Gast. Jung, blutjung, ungedopt und erfolgreich. Vom Kinderkanal Singa Gätgens. Es gibt eine tolle Nachricht und zwar betreffend unsere türkischen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Türkische Geschäfte, Läden, die von türkischen Mitbürgern betrieben werden, sind der absolute Erfolgshit in Deutschland. Sie haben die Nachfolge des Tante-Emma-Ladens angetreten. Es gibt bereits 10.300 türkische Geschäfte in Deutschland, 9,3 Milliarden Umsatz,
Anteil der deutschen Kunden 30%. Ich verstehe, dass Sie begeistert sind. Eine tolle Meldung, ja? Und wer von uns kauft nichts? Sie kennen das, das ist ja auch so. Also den Hammel, den kaufe ich nur bei meinem Türken. Der kennt mich schon. Das ist alles für mich abgewogen und die Kräuter, alles frisch. Die Faustregel gilt, ja? Steht der Türke hinter der Kasse, kriegen Sie Schafskäse und Oliven. Steht der Türke vor der Kasse, willkommen bei Aldi. Der Tante Emmerland. Der Tante Emmerland. Wer von uns vermisst ihn nicht, den schönen alten Tante Emmerland? Da war die Welt noch in Ordnung. Oft nicht die Lebensmittel, aber menschlich hat es gestimmt. Menschlich, oder? So ein alter Fleck auf der noch älteren Korthose beim Betreiber. Meine Lieblingsgäste war immer, wenn der Betreiber vom Tante-Emma-Laden so zwischen diesen Vorhängen durchkam, ja, und bevor er einem Quark in so einen Becher gab, so machte. Das war menschlich. Er hat vielleicht gerade gegessen oder gefrühstückt. Oder so was darf sein. Heute, wenn es heute heißt, ich gehe noch schnell zu Tante Emma, dann geht man doch zum Friseur, oder? Gut, den lasse ich morgen weg. Früher. Früher hieß es, was darf sein? Heute hieß es, was willst du? Jetzt kommt ein Satz. Jetzt kommt ein Satz. Liebe Bayern, ja, Türkenläden, liebe Bayern, das sind die Geschäfte, ja, die nachts um 10 noch aufhaben, wenn ihr müde vom Unterschriftensammeln heimkommt. Ja. Und eine Supermeldung aus Holland. Holland, unser wunderbares Nachbarland, ist mal wieder an der Spitze des Fortschritts. Und zwar, in Holland sollen Prostituierte in Zukunft legalisiert werden. Ab dem kommenden Jahr Bordelle gleicher Status wie die Bäckerei. Ja, toll, in Holland. Oder hoffentlich nicht auch so wie das Brot. Aber das heißt, die Prostituierte arbeiten auf Lohnsteuerkarte und es heißt, sie können sogar an die Börse gehen, wenn sie einen Puff betreiben. Und es heißt, das ist das Tolle, es heißt nicht mehr Bordell, es heißt Relax-Betrieb. Ja? Die Huren werden sozial versichert. Und, das ist das Sensationelle, die Polizei akzeptiert nur noch Prostituierte aus EU-Mitgliedsländern. Kein Witz, ja? Man spricht schon von der EU-Hure. Wirklich, relax. Relax-Damen, nicht verwechseln. Relax-Damen, im Gegensatz zu den Rolex-Herren, das sind die Zuhälter. Relax-Damen. Finde ich toll. Ey, meine sozialversicherte Nutten haben wir beim Fernsehen schon lange. Aber in der Post, ja. Ja, nein, ich muss mal sagen, so neu ist es auch. Ja, aber... Aber jetzt für die reine Prostitution, für die offizielle, da ist es natürlich schon ein großer Fortschritt, ja? Das heißt ja, wenn nur noch EU-Nutten gefragt sind, dann ist ja der nächste Top-Favorit für den EU-Beitritt nicht die Türkei, sondern Thailand. Das heißt, die Prostituierten schreiben in Zukunft eine Rechnung. So, das war dann einmal nicht waschen, legen, bürsten. Mehrwertsteuer, selbstverständlich. Nur, wenn so ein Bordell dann an die Börse geht, dann ist es doch die Frage, wann kommt es zur ersten freundlichen Übernahme, oder? Wann schluckt der erste Großpuff die Firma Ceva wisch und weg?
Es wird auch eine große Werbekampagne. Ja? Sie wissen ja, das letzte, nicht Bordell, aber das letzte große Unternehmen bei uns war die Telekom. Unglaublich erfolgreich. Es gibt angeblich schon holländische Prostituierte, die lassen sich von Manfred Krug beraten. Ja? Wie das gemacht wird. Ich habe einen Zweifel. Einen Zweifel habe ich, ja? Bordelle an der Börse. Sie kennen alle bei der Börse den Begriff Bullen und Bären. Und wenn sein Puff an der Börse ist, der Bär ist ja das Symbol für tief. Ja, an der Börse ist das. Wenn Sie wissen, heute haben die Bären überwogen, ja, ganz böse nach unten. Es gibt aber abschließend, ja, zu diesem Thema eine tolle Meldung. Und zwar, es gibt bereits den neuen Werbespot mit André Costolani mit dem legendären Satz, wenn die Puffs an die Börse gehen, denken Sie mal über Latex nach. Ich zeige Ihnen hier auch. Das ist eine tolle Sache. Ja. Und viele Töchter und viele Mütter werden Sie jetzt fragen, EU-Hure, wie kann man das eigentlich werden? Das klingt verlockend. Wir zeigen Ihnen, es geht einfacher, als Sie glauben. Vermisst du immer öfter den Spaß an deinem Job? Mm. Findest du dein Leben langweilig und öde? Und ob. Mit deinem Freund läuft es auch nicht mehr so richtig? Allerdings. Und du würdest viel lieber mit interessanten Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik zusammenarbeiten? Warum nicht? Alles klar! Du wirst EU-Hure! Was? Jawohl! Als EU-Hure bekommst du eine Spitzenausbildung von der Pike auf. Dein persönlicher Eurolude betreut dich während der gesamten Lehrzeit. Wer? Dein persönlicher Eurolude. Du kannst ihn auch einfach Drago nennen. Er ist zuständig für die Qualitätskontrolle während des Aufbaukurses. Und er hilft dir auch bei der Wahl deines Fachgebiets, wenn du dich spezialisieren willst. Mit diesem Zertifikat ist dir eine steile Karriere sicher. Denn die Nachfrage nach qualifiziertem Fachpersonal nimmt im vereinten Europa ständig zu. Ein billiges Wochenendseminar in Handentspannung reicht heutzutage nicht mehr aus. Der Kunde ist enttäuscht. Als EU-Hure lernst du, wie es richtig geht. Echt? Na logo. Und das alles in einer freundlichen und menschlichen Arbeitsatmosphäre. Außerdem hast du Spitzenaufstiegsmöglichkeiten und kannst dich schon nach wenigen Jahren zur EU-Puffmutter weiterbilden. Na, ist das was? Hey, super. Prima. Dann bist auch du schon bald staatlich geprüfte EU-Hure. Europa braucht dich. Wenn auch du EU-Hure werden willst, ruf jetzt an oder sprich mit deinen Eltern. Das war die Überraschung gestern. Suzanne Stanky, das war die große Überraschung gestern in unserer Sendung. Es war Ihre Entscheidung. Zum ersten Mal, seit wir diese Aktion Liebling des Monats betreiben, gab es eine Verlängerung. Suzanne Stanky zum zweiten Mal hintereinander Liebling des Monats. Und Sie erlauben, dass ich kurz noch ganz kurz meine Schuhe ein bisschen auch hochklappe. Denn ich werde mich jetzt hier zu meinem Studiopublikum begeben. Wir haben eine neue Aktion, die so viel Freunde gefunden hat, weil sie so von Herzen kommt, weil sie alle anspricht und weil sie viele zurück in die Kindheit begleitet. Und dazu, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich mir immer alles vorsagen muss, was ich mache, damit ich es nicht vergesse. Ja, erstmal die Jacke zumachen, dann nehmen wir das Mikro und dann, Hacker, stehe ich auf. Ja, dann stehe ich auf und jetzt brauche ich heute eine junge Dame für eine ganz spezielle Aktion. Und ich würde sagen, dann ist ein Herr. Very simply red. Ich würde sagen, die Dame hier im dunkelblauen Blazer, ja? Wie heißen Sie? Tanja. Tanja, kommen Sie wieder her. Das ist Tanja, meine Damen und Herren. So. Tanja? Wo kommen Sie her? Leverkusen. Aus Leverkusen. Was machen Sie beruflich? Ich bin tätig bei der Bayer AG. Welche Abteilung? Ökologie. Das sind Sie zu zweit bei Bayer, oder? Nein, Scherz. Also das heißt, wie groß ist die Abteilung?
Mit mir vier. Mit Ihnen vier? Mhm. Oh, sind Sie Diplom-Chemikerin oder was sind Sie im Beruf? Nein, ich mache das Vorzimmer. Ah, Sie sind sozusagen die Chefsekretärin. Also das heißt, Sie sagen immer Moment, drücken aufs Knöpfchen und fragen dann, da ist ja so und so, um Gottes Willen, ich bin weg. Also genau. Sie müssen ein bisschen lügen im Dienste des Chefs, ja? Eigentlich nicht, aber kommt schon mal Also vor. Ich habe Sie jetzt rausgesucht, weil Sie optisch der Figur, um die es jetzt gleich gehen wird, meiner Meinung nach sehr, sehr nahe kommen. Denn jetzt kommt unsere neue Aktion. So, kommen Sie mal bitte mit. Bitte schön. Sind Sie Märchenfan? Es geht. Es geht. Wenn Sie ins Kino gehen, was schauen Sie sich dann eher so für Filme an? Action. Action. Was war der letzte Film, den Sie gesehen haben? Gestern Rendezvous mit Joe Black. Oh. Ist doch kein Actionfilm, oder? Nee. Und sind Sie hauptsächlich reingegangen wegen Anthony Hopkins oder wegen ihm? Wegen ihm. Ja. Brad Pitt. Ist das nicht auch ein Produkt von Bayer? Der Pitt? Nee. Brad Pitt. Klingt so. Nein. Der Klebestift, Pitt. Pitt. Fritz. Pitt ist Bayer? Fritz ist nicht Bayer. Ist nicht Bayer. Aspirin ist Bayer, ja? Richtig. Das darf ich gerne sagen, weil ich bezahle es, ich kaufe es und ich nehme täglich 10. Es macht schlecht. Das Blut ganz dünn. Eben. Und es geht in Kopfe und dieses große Kreuz ist ja auch immer ein Stück Heimat für alle. Ne? Wenn man so auf Köln zufährt, weiß man das Kreuz von Leverkusen, jetzt kommt noch gleich dieses Ding, da ist der Dom und dann ist man wieder da. Also, es geht jetzt um Märchen und wenn Sie sich Tanja anschauen, dann ahnen Sie, heute geht es um Schneewittchen. Ja, das ist ja so eine Art Rendezvous mit Joe Black, aber wie ist eigentlich diese junge Frau, die da mit Brad Pitt spielt in dem Film? Ist sie auch gut? Ja, ja? Eine gute Ausstrahlung. Ja, sieht sehr gut aus. Man sieht sie immer nur von hinten auf dem Plakat, ja? Da kann man sehen, wohin man gekommen ist. Brad Pitt ist so im Bild und die junge Frau, die ich viel lieber sehen würde, ist so mit dem Hinterkopf fotografiert. Ja? Kennen Sie Schneewittchen? Ja. Ja, jetzt ist die Frage, ich habe auch geglaubt, ich kenne Schneewittchen, aber ich habe natürlich alles durcheinander gebracht. Erzählen Sie mal bitte die Handlung, was passiert in unserem schönen Märchen Schneewittchen? Sie beißt in den Apfel? Ja! Ja! Aber das ist ja... Das ist ja, wie wenn ich sage, erzählen Sie Titanic und Sie sagen, säuft ab. Ja? Das ist ja viel vorher. Ja. Also, eine ganz wichtige Figur bei Schneewittchen ist die böse Stiefmutter. Natürlich, die böse Stiefmutter. Die kommt dazu, weil Schneewittchens leibliche Mutter stirbt. Mhm. Sie sticht sich in den Finger. Ja, und es tropft Blut herunter. Und sie sagt, ich hätte gern ein Kind, rot wie Blut. Ich erzähle es und Sie nicken. Ja. Ja? Besser ist das. Aber rot wie Blut, weiß wie Schnee und schwarz wie Holz. Mhm. Ja? Kurz darauf stirbt sie, hat aber vorher Schneewittchen gekriegt. Und dann kommt die böse Stiefmutter. Diese böse Stiefmutter schaut jeden Tag wohin? In einen Spiegel. Und was fragt sie diesen Spiegel? Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer? Ist die Schönste im ganzen Land. Und der Spiegel sagt? Sie ist es nicht. Doch! Ja, hätte ich auch gedacht. Ja? Aber erstmal sagt der Spiegel, ihr seid die Schönste im ganzen Land. Großmutter ist zufrieden. Ja? Eines Tages, die Stiefmutter. Das andere war Rotkäppchen. Ja. Die Stiefmutter fragt sich sozusagen einen Wolf jeden Tag, ja, in diesen Spiegel rein. Eines Tages ist Schneewittchen volljährig, sie wird 7 Jahre alt und, ja, das ist märchenvolljährig, und da stellt die Stiefmutter Schwest ein ziemlich knackiges Girlie, das Kind muss weg. Sie sagt dem Jäger, was sagt sie dem Jäger? Bring es in den Wald und... Bring it um? Oder? Ja, bring it um. Bring it um. Bring it um. Ja, natürlich. Ja. So.
Und jetzt kommt etwas ganz Grausames, was ich auch nicht wusste, was ich beim Nachlesen festgestellt habe. Was verlangt die Stiefmutter als Beweis vom Jäger, dass er das Schneewittchen wirklich umgebracht hat? Was soll er mitbringen? Das weiß ich nicht. Leber und Lunge. Ja, unglaublich, oder? Lecker. Leber und Lunge. Der Jäger steht da, aber Schneewittchen, klar, tut ihm leid. Er schickt es in den Wald und denkt, die überlebt das eh nicht. Es kommt ein Frischling vorbei und ein kleines Schwein. Der Jäger reißt ihm Lunge und Leber raus. Hat natürlich vorher erschossen. Und ja, bringt es der Stiefmutter mit und die Stiefmutter zu Hause frisst das und glaubt, Schneewittchen wäre tot. Aber Schneewittchen überlebt wo? Im Wald. Hinter den sieben Bergen, bei den? Sieben Zwergen. Ja, Gentechnologie. Ja, bei den sieben Zwergen. Die Stiefmutter also wieder in den Spiegel rein. Wer ist die Schönste? Ihr seid die Schönste im ganzen Land. Aber hinter den? Sieben Bergen, bei den sieben Zwergen. Ja. Eine, die ist tausendmal schöner als ihr. Die Stiefmutter hört das, dreht durch, Pflaumensturz, absolut Wahnsinn, ja, und sagt, das kann nicht sein, das Kind muss weg. Schneewittchen isst von Teller, Becher und so weiter, aber nur ein bisschen, damit die Zwerge nicht beleidigt sind. Nur beim siebten Zwerg, da isst sie nichts. Was macht sie da? Legt sich ins Bett. Die Zwerge kommen nach Hause, sagen, wer hat von meinen Tellerchen gegessen, wer hat aus meinem Ding getrunken? Und der siebte Zwerg sagt, hey, endlich mal ein Weib in der Kiste und kann noch weiter schlafen. Ja? Kann noch weiter schlafen. Dann passiert Folgendes, also die Schwiegermutter unternimmt drei Anläufe, um Schneewittchen umzubringen. Was sind die drei Versuche? Auf welche drei Arten will die, Stiefmutter, habe ich Schwiegermutter gesagt? Freud. Es wird immer gefährlicher für mich, abends nach Hause zu kommen nach der Show. Ne? Also, welche Versuche unternimmt die Stiefmutter, um Schneewittchen umzubringen? Ich kenne nur die mit dem Apfel. Mit dem Apfel, das ist die letzte. Davor kommt? Weiß ich nicht. Eine Spraydose Baygon? Nein. Haben Sie Baygon schon mal benutzt? Nein. Kennen Sie Baygon? Nein. Kennen Sie Baygon? Darf ich mal sagen, wir Hobbygärtner, wir haben ja Baygon flaschenweise zu Hause. So eine kleine Ameise draufgezeichnet. Wow! Ja, das heißt irgendwie so abends, ih, das sind Ameisen, Moment, tschua, Baygon. Und dann, das riecht komisch, oh, ich brauche ein Aspirin. Ja. Also, der erste Versuch ist, sie schnürt ein ganz enges Korsett für Schneewittchen. Schneewittchen kriegt keine Luft, fällt um, die Zwerge retten sie. Das zweite ist der vergiftete Kamm. Den haut sie ihr in den Kopf, die Zwerge ziehen ihn raus und Schneewittchen steht wieder auf. Und das dritte ist der berühmte Apfel. Die Zwerge legen Schneewittchen in einen gläsernen Sarg. Es kommt ein Prinz, der kriegt Schneewittchen im Sarg geschenkt. Aber seine Diener stolpern mit dem Sarg. Der Apfel fällt raus und Schneewittchen lebt und heiratet den Prinzen. Und jetzt kommt das, was ich nicht wusste. Die böse Stiefmutter geht auch zur Hochzeit. Ja? Aber als sie in den Ballsaal kommt, passiert etwas unglaublich Brutales. Man hat schon mit einer Zange die glühenden Eisenschuhe über dem Feuer für sie heiß gemacht. Die Stiefmutter muss da rein und muss praktisch tanzen, bis sie tot umfällt. Haben Sie das gewusst? Nein. Das ist unglaublich brutal, oder? Das Märchen ist so brutal, ich hatte es gar nicht so in Erinnerung. Und, aber so ist es nun mal in der Welt der Märchen. Ja? Sie haben das ist wahnsinnig schwierig. Ich hätte auch wirklich nichts gewusst, außer das mit den Zwergen und dem Apfel. Mehr weiß man wirklich nicht. Sie haben das aber toll gemacht und Sie sollten morgen, wenn Sie bei Bayer Leverkusen reinkommen, ja, dieses T-Shirt hier schenken wir Ihnen. Schauen Sie, das kommt gerne an. Unser nagelneues Vater Teresa T-Shirt. Ja? Farblich sogar wieder Bläser. Ja? Danke Ihnen. Haben Sie gut gemacht. Tanja, meine Damen und Herren. Schneewittchen.
Wenn man sich das vorstellt, ja, dass diese böse Stiefmutter dann in den heißen Schuhen, in den heißen Metallschuhen tanzt. Eine wunderbare Überleitung, denn ein Thema beherrscht zurzeit unsere Kinos, außer natürlich Joe Black. Das ist Tango. Der Tango, so sieht es aus, könnte wieder einmal der Modetanz der Saison werden. Und wir möchten Ihnen historisch genau zeigen, woher kommt dieser großartige Tanz und wie können wir Deutsche, denen man oft vorwirft, dass sie ein bisschen hölzern sind, diesen großartigen emotionalen Ausdruckstanz lernen. Buenos Aires, die Hauptstadt Argentiniens, Perle Südamerikas am Rio de la Plata. In den verwinkelten Gassen pulsiert das Leben in einem ganz besonderen Rhythmus, dem Tango. Heißblütig, ekstatisch und zugleich voller Fatalismus und Todesahnung, das ist Tango. Kaschemmen wie Conchitas Pampastübel sind die eigentliche Wiege dieser Musik. Hier im Milieu schwuler Gauchos, depressiver Luden und transsexueller Senoritas lebt noch der ursprüngliche, wilde, aufreizende Tango. Die unkomplizierten Tanzschritte leuchten auf Anhieb ein. Und zwar jedem. Wirklich jedem. Der argentinische Tanzlehrer Jorge Luis Pinacolada versucht schon seit Jahren, die Mysterien des Tangos auch deutschen Paaren zu vermitteln. Takt halten! Eine schwere Aufgabe. Untenrum sinnlicher, du Flampe! Jam! Tarara! Jam! Tarara! Und Rosse übergeben! Oh! Warum bist du die Kompate? Sind wir hier im Knast oder was? Entschuldigung. Wie heißt die korrekte Antwort? Ich bin ein Wurm, Senor. Aufheben, Luther Lampe. Manche Übungen des Tango Maestro wirken auf den ersten Blick etwas unorthodox. Doch sie sind nötig, um seinen deutschen Schülern die Hemmungen zu nehmen, um sie auf die dunklen Seiten des Tangos einzustimmen. Und Hand an Dudeln packen. Halt, stopp, stopp. Wo ist Hand, Muchacho? Hand ist hier. Und was haben wir gelernt? Schlampe, wenn Hand hier, dann du hau ein Kerl in Fresse. Oh. Wenn Hand an Arsch, du tritt ein Kerl in Eier. Oh. Dann Kantkante. Das ist Tango. Und jetzt alle. Dass die subtile Botschaft des Tango weitergetragen wird, ist für Senor Pinacolada der größte Lohn seiner Mühen. Wissen Sie, den Tango zu unterrichten, das ist für mich mehr als nur ein Job. Es ist eine Mission. Wir in Argentinien sagen, der Tango, das ist mit dem Knie in die Eier, du Flitzer! Zurzeit Skiweltmeisterschaft in Vail, Colorado. Wenn nicht gerade Schneesturm ist, aber gestern war die absolute Sensation. Gestern war Männer Super-G, wie das offiziell heißt. Der Super-G, kommentiert von Wasi Wasmeier, und es gab die absolute Sensation, und zwar Hermann Meyer. Mein absoluter Lieblingsläufer. Hermann Meyer aus der Flachau, das Tier, ja? Goldmedaille zusammen mit Lasse Tschüss aus Norwegen. Und Wasi hat es zusammen mit Rubi parallel runterfahren lassen. Und man hat es genau gesehen. Sie haben die beiden Rennen parallel laufen lassen. Es war bis auf die letzte Hundertel genau gleich schnell. Und Millionen von Sportreportern haben sich ja schon das Gebiss rauskatapultiert durch die korrekte Aussprache von Lasse Tschüss. Geschrieben K-J-U-S. Lasse Tschüss. Ja? Und Wasi hat gesagt, es ist wahnsinnig gefährlich. Und das hat uns auf die Idee gebracht, eigentlich ist es auch wahnsinnig gefährlich, wie unsere Gäste von der Garderobe hierher auf die Bühne kommen. Weil es ist oft vereist, es ist Nippel oder man geht zu spät in die Kurven rein. Und ich bin für Sie, das ist mein Lieblingssatz, ich bin für Sie, kurz bevor es losgegangen ist, einmal den Weg abgefahren, den der Gast bei uns zu gehen hat, von der Garderobe, wo er wartet, bis hier am Schreibtisch.
Gestartet wird für den Gast hier im sogenannten Sessel. Er sieht auf dem Monitor, wann er dran ist. Und dann ist es ganz wichtig, dass er sofort sich gut abdrückt aus dem Sessel und gleich in die Kurve reingeht. Zu auf diese sehr schmale Schneise, die sogenannte Tür. Die muss er ganz eng nehmen, weil dann geht es raus in dieses lange, lange Gleitstück. Man sieht auch, es ist sehr glatt, das Spiegel, es ist total vereist. Hier wurde nochmal gespritzt in der Nacht davor. Jetzt, was haben wir da? Ein Sprudelkasten, da ist die Strecke nicht sauber präpariert, das darf nicht sein. Hier der sogenannte Aschenbecher, wo es sehr, sehr, sehr viele gibt, die hängen bleiben, weil sie die Kurve falsch nehmen, falsch belasten. Dann muss ich jetzt schon die rechte Hand vornehmen, damit ich auf die Klinge zukomme, damit ich keine Zeit verliere. Die Tür auf, ich fahre extrem aggressiv, ganz eng an das Tor ran. Jetzt die linke Hand vor, nehme die zweite Klinge, mache die Tür auf, hab dann den sogenannten kleinen Studiohügel. Hier muss ich Tempo machen, holen, da wechselt der Belag und jetzt wird es noch einmal ganz, ganz kritisch, weil ich muss die schmale Schneise treffen, wo es rausgeht, wo ich unbedingt noch einmal Schwung holen muss, bevor es jetzt abgeht, direkt zum Interview. Das ist dieser schwierige Weg, den jetzt der Mann nehmen wird, der mit dieser Platte seit 2 Wochen auf Platz 1 in den Charts ist. 600.000 Mal verkauft. Platin. Die Platte heißt Nicht von dieser Welt. Herzlich willkommen, Xavier Naidoo. Ich gratuliere dir. Nimm Platz. Ja. Wir stellen es gleich hier hin, damit Sie alle zu Hause aufschreiben können. Sonst stehen Sie morgen wieder im Plattengeschäft und wissen nicht, welche Platte Sie kaufen sollen. Das hat letztes Mal sehr gut geklappt. Ja. So, war das wirklich so, dass wir für deine Karriere einen entscheidenden Push geben konnten? Deswegen sind die Plätze hier so heiß umkämpft. Das ist schon wahr. Also, ja. Man merkt es doch deutlich. Also wenn Sie irgendwie eine Platte zu promoten haben, dann ist dieser Stuhl einer der besten. Ja, yeah. Du kennst die Spielregeln dieses grausamen Geschäfts. Nimm einen Schluck. Jetzt. 600.000 Mal verkauft. Ab wie viel gibt es Platin? Ab 500. Ab 500.000, ja. Und ich wundere mich, du hast diese Brille, die dich eigentlich auch, die so ein bisschen dein Markenzeichen ist, hast du heute gar nicht auf. Warum nicht? Ich weiß nicht, mittlerweile kann man sich selber nicht mehr sehen damit. Und jetzt, ich bin auch schon auf Blau umgestiegen, aber ich habe gedacht, heute kann ich es mir noch erlauben. Bist du denn gar nicht kurzsichtig? Ich gar nichts. Also ich mache nur um die Welt ein bisschen freundlicher. Ach so, das war so ein reines Accessoire. So ist es. Ja, Markenzeichen. Hat ja irgendwie gut gestanden, finde ich, ne? Ja, aber wie gesagt, wenn man jetzt schon im Dutzendfach dann die gelben Brillen rumlaufen sieht, dann... Ja. Ach so, das ist jetzt ein bisschen Trend geworden. It's a little trendy, you know? Ich hatte auch mal eine gelbe Brille, aber weil die so alt war. Wirklich war, die ist vom Rand her zugesifft. Ist der Qualm. Ja? Die wurde gelb. Ehrlich, haben Sie 8 Jahre gehabt? Vom Rauch, ey. Nee, ich weiß nicht. Ein vom Dreck. Schlechtes Material. Ja, wir schauen uns mal, wie heißt dieses neumodische Zeugs, wo man sich bewegt zur Musik? Video. Wir schauen uns mal dein Video an. Ist das, wie heißt es immer, diese Auskopplung? Ja? Aus Single-Auskopplung. Single-Auskopplung, genau. Sagt man eigentlich, ich habe vorhin gesagt LP, das sagt man gar nicht mehr, oder? Doch, man sagt schon LP, ja? Glaube ich. Sagt man was Neues mittlerweile? Ja, CD so. Eigentlich nur noch. Ne? Aber ich bin völlig in diesem... Die verleihen aber trotzdem noch diese großen, also die Platten sind... Die sehen immer noch so aus. Ja? Welchen Song sehen wir, der da ausgekoppelt wurde? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist der Song nicht von... 20.000 Mal? 20.000, nee, glaube ich nicht. So weit ist es nicht. Nee, wir sehen das. Wir schauen ihn zusammen an und hinterher teste ich dich, ob du deinen Song erkannt hast. Okay. Ja? Xavier Naidoo. So, vielen Dank. Das gibt's auch singen. Führ mich ans Licht, damit Sie morgen wissen, welche Single Sie zur CD. Mit H, also für. Nicht von dieser. Ja. Genau. Ja, klar. Für mich ans Licht. Viele denken, dass es irgendwie so ein Titel ist, so geh für mich ans Licht und so. Ach du lieber so, Gott. Alles schon. Das ist aber alles unglaublich. Verunsichert die Leute nicht. Nee, ich will es ja auch das nicht. Das wäre ja ein Imperativ. Ich wollte noch dem vorgreifen. Nein, das ist ein Imperativ. Für mich ans Licht. Ja, logisch. Für mich ans Licht, im Gegensatz für mich ans Licht. Da fehlt ja ein Verb, oder? Geh für mich ans Licht, oder? Aber als Künstler könnte ich mir es herausnehmen, das Geld wegzulassen. Das hast du in Wien aufgenommen? Warum in Wien? Na, weil in Wien, da ist das ganze Team, wir haben das Team schon dort sitzen. Wer ist das? Der Thomas Job, das ist unser Regisseur. Und das ist ein exzellenter Regisseur. Ja. Und der macht die Videos. Und das ist besser, wenn wir dann die drei, vier Leute, die dann ein Video machen, nach Wien karren, als das ganze Team immer wieder heraus. Das läuft nicht ein. Verstehe. Und deswegen wird man auch penetriert mit Wienerisch. Ja, aber es ist toll, großartige Stadt, oder? Ja.
Was ist das eigentlich, wie ist das musikalisch einzuordnen? Für mich ist irgendwie alles nur noch entweder Pop oder Rock, aber es gibt ja nun Crossover und House und Acid und Rap. Ist das Rap? Es ist krank, habe ich gehört. Krank? Krank. Ja, aber sicher nicht mit K-A-K-R-A-N-K, sondern krank mit C-R-U-N-K oder so. It's just crank. Ja, crank, die neue Richtung. Es ist aber ein Text, der Führ mich ans Licht, das klingt ja irgendwie, Führ mich ans Licht klingt ja eigentlich wie ein Konfirmationsspruch. Oder? Ich hab's mir so gedacht, ich wollte es natürlich auch so ein bisschen auf meinen Glauben beziehen und so. Ja, was bist du für eine Religion? Mittlerweile sage ich immer, dass Religion für mich das Geldmachen aus Gott ist und dass ich eigentlich gar nicht mich dazu einschließen kann. Du hörst keine Kirche an? Weder noch. Hast also ich bin römisch-katholisch erzogen. Ja! Yeah! Bin's eigentlich noch. Ja. Was ist das denn? Katholische Knie hast du nicht? Nee, ich war ja nicht Ministrant, ich war ja im Kirchenchor. Du hast richtig ministriert? Ich war Ministrant. Noch mit der Glocke oder und schon schön reformiert? Beweihräuchert. Ja? Und noch als die Messe, ne, da wurde die Messe nicht mehr lateinisch gelesen nee, zu dieser Zeit. Ja, bist du da beeinflusst? Ich bin wohl auch schon von teilweise, man sagt mir nach, dass meine Texte diese Schwere hätten teilweise. Ich habe es wohl aufgegriffen und versuche es halt für mich wiederum zu belegen. Ja, wie ist es jetzt, wenn du auf Tournee gehst? Ich meine, das ist doch irgendwie jetzt... Bist du jemand, der Platz 1 ist? Jetzt kommen die Leute ja definitiv deinetwegen. Du musst jetzt nicht mehr irgendwie in einem Pool mit anderen auftreten oder so. Was ist das für ein Gefühl? Es ist halt immer wieder, wenn man dann auf der Bühne steht und die Leute sieht und dann denkt man, das ist ja jetzt eigentlich nicht zu fassen, dass die Leute wegen deinen Texten, wegen deiner Musik da sind. So, obwohl wir als Person. Wir sind doch sicher überwiegend Frauen, oder? Ah, nein. Doch. Ah, nein. Guck mal, das ist monomerisch, ja? Der Monomer-Dialekt ist ja unglaublich schwer zu imitieren, finde ich. Aber du hast auch noch schon ab und zu ganz gut. Ja, aber ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Also, ja, es ist unglaublich dann so ein schwer. Gestrichenes A. Wenn Uwe also Ochsenknecht ist Monomer. Genau. Ja? Mario Basler, glaube ich. Aus Neustadt kommt er. Aha, das ist schon ein bisschen weg. Ja. Schlappi. Der Schlappner, der kommt aus Biblis, das ist auch wieder... Ja. Ein bisschen weiter raus. Und wo also, so viel du? Mannheimer gibt es eigentlich. Du bist direkt aus Mannheim. Auch, ich habe einen Vorort gewählt. Welchen? Wallstadt. Wallstadt? Wallstadt. Ist das nicht mit dem berühmten Handballverein? Nein. Nein, das ist groß. Das groß haben wir nicht mehr. Wir haben uns unbemüht, das groß noch davor zu hängen. Aber jetzt bist du sehr relaxed, sehr cool. Eigentlich gar nicht. Ich bin ziemlich nervöser als letztes. Wieso? Ja, ich weiß nicht. Das ist halt. Jetzt hast du den Erfolg auf deiner Seite. 600.000. 7 Mark pro Platte bleiben bei dir. Nein. Da kommst du hin. Phil Collins oder Elton John. Ja? Xavier, na du, Führ mich ans Licht, die Single, nicht von dieser Welt, die Platte, mein Lieber. Freue mich, wenn du wieder bei uns bist. Ja. Ja. Und ich wünsche dir, dass es mit dem Erfolg bei dir so weitergeht. Bleib sauber, Junge. Gell? Xavier, na du. Mein nächster Gast ist eine junge Kollegin, 23 Jahre alt, moderiert seit 1996 Pumuckl TV und seit dem Start des Kinderkanals. 97 moderiert sie dort die Aktivbox und die Spielebox. Herzlich willkommen, Singa Gätkens. Ist das eine Hose, die du auch bei Pumuckl TV tragen dürftest? Leider nicht. Auch nicht beim Kinderkanal. Aber ich dachte, heute Abend kann ich mir das einfach mal erlauben. Gold, richtig. Ich glaube, die Eltern werden mir das auch verzeihen. Du meinst die Eltern zu Hause? Ja. Nein, die würden ja noch viel... Die freuen sich. Ja, was glaubst du, die hätten ja dann einen Grund, warum sie Kinderkanal angucken können oder so. Das ist doch schön für die Kleinen und so. Und in Wirklichkeit starren sie dich an. Mm. Ja? Sag mal ganz kurz, du heißt wirklich Singa mit Vornamen. Ja. Ja? Mm. Gibt es den Namen schon länger oder ist das eine Erfindung? Ja, gibt es jetzt seit 23 Jahren. Ungefähr. Seit es dich gibt? Ganz genau. Ja, wie kommt es zu Singa? Das war eigentlich eine Idee von meinem Papa. Beziehungsweise eigentlich irgendwie ein Versehen, weil er hat... Inga irgendwann mal aufgeschnappt, ja. Den Namen. Und dann hat er irgendwann Sina aufgeschnappt. Ja. Und das hat er irgendwie zusammengewürfelt. Und dann war ganz aufgeregt, weil ich eigentlich ein Junge werden sollte. Und naja, dann nehmen wir halt Singa. Und dann gab es ja so ein paar Probleme. Das kann man ja nicht einfach so sagen. So, ich nenne jetzt mal ein Kind. Ja, eben. Standesbeamte und so weiter sind ja sehr streng. Genau. Ne? Aber da ich aus Bönningstedt komme, aus dem hohen Norden, am Rande von Hamburg, und das so ein kleines Dörfchen irgendwie ist. Bönningstedt. Bönningstedt, ja. In der Nähe von Quickborn. Hey, wo Mike Krüger wohnt. Ganz genau, ja. Super. Natürlich. Und naja, da kennt man den Priester halt und dann sagt man, komm hier, hast 50 Mark und nun trag das schon ein. Wirklich? Evangelischer Priester. Ja, ja.
Kinderkanal hat ja oben ein rotes K und ein gelbes K, ist das richtig? Es sind X'e. Das sind X'e? Mhm. Was heißen denn diese X'e? Weil da alles mit X ist, Box hinten dran. Gut, ja. Ach so, ich habe gedacht, das seien zwei Ks. Spielbox. Nee, das sind zwei X'e. Das sind so zwei Platzhalter und das sind halt X'e. Ja. Das ist ein schönes Logo. Und erklär mich mal auf, weil zum Beispiel, ich bin der Meinung, auf dem Kinderkanal kommt abends Arte. Ist das richtig? Das ist richtig. Hm? Was hat denn das zu tun? Weil ich meine, abends kommt da immer, erst kommt Heidi. Ja. Das gibt es nicht mehr um 6:30. Ja, jetzt kommt Pumuckl. Ja. Ja, genau. Ja. Du siehst Meister das wohl nicht, Edans oder? Pumuckl, natürlich, ja. Ständig. Ja? Und wie kommt das zusammen, dass dieser Kanal damit Arte, müssen Sie sich das teilen? Oder ist genau, dasselbe Publikum? Müssen, ja, nee, dasselbe Publikum wohl eher nicht. Aber die müssen sich halt diesen Sender teilen. Und ja. Ich meine, Arte hat tagsüber halt nicht so was Schönes zu senden wie der Kinderkanal. Ja. Und andersrum genauso. Ach, jetzt Pumuckl TV! Ja. Das ist jetzt beim Bayerischen Rundfunk. Ja. Ja? Bist du Pumuckl-Fan? Ja, natürlich. Schon als kleines Kind mochte ich den Kleinen, der immer alles machen darf. Und den ja nur Meister Eder sehen kann. Mhm, ja, genau. Das ist ja der Trick. Mhm. Ja? Hast du auch Szenen mit Pumuckl zusammen? Nein. Doch, im Studio. Der kleine Pumuckl, der wohnt bei mir im Pumuckl-Studio. Und den müssen wir immer vor dem bösen Silvio Kirsch beschützen. Aha. Und der vom Hans Klarin gespielt wird. Ja, großartig. Ganz, ganz auch wie er das macht. Ja. Ne? Auch wie er ihn spricht. Toll, ne? Ja. Ja. Das ist für Verwandte sehr anstrengend, wenn man das zu Hause übt. Wollen wir auch so hören. Ja. Da! Wo ist der Autoschlüssel? Da! Aber man muss es ja irgendwo üben. Ja, oder? Genau, genau. Ja, ja. Ja. Aber mittlerweile muss er, glaube ich, nicht mehr üben. Nee, er nicht mehr. Er hat das absolut drauf. Er macht das auch für dich unanstrengend. Mhm. Ja? Wie bist du zur Moderatorin da geboren? Bei Pumuckl TV. Ja, überhaupt. Wie kamst du zum Fernsehen? Ich habe früher als Kind, bin schon lange dabei, nee, als Kind war ich in einer Kinderagentur, in einer Fotoagentur und habe viel Fotoaufnahmen gemacht. Aha. Und so. Und so hat sich das alles entwickelt. Und dann kam irgendwann mal der erste, zweite Werbespot und so. Und dann ging es langsam los mit der Moderation. Bist du richtig schon in jungen Jahren ein richtiger Profi? Ja, ja? Vielleicht. Wie sieht das aus? Machst du noch nebenher irgendwie eine Ausbildung oder studierst du was? Nee, leider nicht, weil dafür habe ich auch gar nicht die Zeit. Also ich pendel zwischen Hamburg und Erfurt und München und manchmal Köln. Das wird in Erfurt gemacht? Der Kinderkanal ist in Erfurt. Mhm. Ah, der sitzt da. Ja. Wie kommt man da hin von Hamburg nach Erfurt? Flugzeug? Ja, habe ich auch gedacht. Ich dachte, Mensch, cool, kann ich immer schön fliegen, super. Ja. Ist ein bisschen. Aber Erfurt hat auch einen schönen Flughafen. Ja, die haben einen tollen Flughafen, super modern. Aber es fliegt leider nur eine Fluggesellschaft Walter dorthin. Und ich habe vorher noch nie was von Fluggesellschaft Walter gehört. Und irgendwie dachte ich mir so, naja, das muss vielleicht nicht sein. Das muss irgendwie so eine ganz kleine Propellermaschine sein. Ja, aber das Pilot ist bestimmt. Walter heißt. Jetzt muss ich aufhören. Nein, 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 nein. Nein, das ist bestimmt. Achtung, jetzt Achtung, Juristen. Das ist bestimmt eine ganz tolle Fluggesellschaft. Ja. Yeah. Jetzt habe ich halt eins viel Geld. Ja. Aber das ist das Tolle. Mir sagen Leute, die was vom Fliegen verstehen, die kleinen Maschinen sind angeblich die sichersten. Ja, damit kann man ja auch so Saltos fliegen und so, ne? Nee, aber ich glaube, das ist völlig okay. Es ist halt nur eine kleine Maschine. Und du erlebst es auch oft, wenn so unsere Geschäftsleute morgens am Flugzeug stehen und haben das kleine Sternchen nicht gesehen, wo steht, im Auftrag der Lufthansa. Das stimmt. Und dann stehen sie ganz hinten auf dem Rollfeld an den kleinen Propellermaschinen. Das müsste einmal gesagt werden. Ja, jetzt muss man hier einsteigen. Und dann werden die Leistungsträger in unserer Gesellschaft ganz böse. Ja? Mhm. Aber Fluggesellschaft Walter, muss ich sagen, wow! Ja, genau, finde ich auch, wirklich. Ja, aber also, du fährst mit der Bahn. Nee, mit dem Auto. Mit dem Auto? Ja. 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 Fährst du selber? Ja. Was hast du für ein Auto? So ein kleines. So, mit 4 Rädern und Motor drin. Nicht mal ein Markenauto? Nee, sowas fahre ich nicht. Du hast kein VW oder Opel oder Renault? Nee. Du willst uns die Marke nicht nennen? Genau. Ja. Besser nicht. Soll ich die Marke raten? Ja. Deutsches Auto? Ja. Rüsselsheim? Nee. Wolfsburg? Nee. Hä? Was gibt's denn da noch? Moment mal, Untertürkheim? Stuttgart? Oh, kommt schon näher. Du fährst einen Wagen von Leuten, die im Ausland versteuern? Hast du das heute gelesen? Hast du es heute gelesen? Nein. Die Bosse von Daimler-Benz sollen angeblich, wahrscheinlich die unsere böse Presse, auf die Idee gekommen sein, zu sagen, wir kehren jetzt zu den Amis, wir versteuern dort. Ja. Okay. Und da wird es billiger. Ja. Angeblich. Heißt es. Aber das ist bestimmt gelogen. Genauso wie die bösen Witze über Fluggesellschaft Walter. Alles toll. Ganz genau. Singa, wann können wir dich wieder sehen im Kinder-TV? In der ersten Märzwoche bin ich wieder eine Woche dort. Ja. Und ansonsten bin ich jeden Sonntag eigentlich zu sehen mit Pumuckl TV ja. und...
Wunderbar. Und so wie du dich da hier präsentierst, geht das bestimmt gut mit dir weiter. Danke. Ja, ich freue mich mit der nächsten Sendung bei uns. Das war's für heute, meine Damen und Herren. Singa Gekkens. Morgen Abend bei uns zu Gast unsere Kollegin der Sat.1-Sendung Blitz, Daniela Noack, und das deutsche Super-Mega-Knaller-Model Katja Brandt. Morgen Abend hier im Goethe-Sender. Dankeschön, gute Nacht. Tschüss.